So, jetzt kann ich doch schon mal ein bisschen lesen. Research is necessary. Du hast einen Handscanner gekauft. Das hast du toll gemacht. It's Adventure Time. Ah, kleiner Schild. Wäre ja cool, aber... ohne Geld. Ach je. Yagoo Map Reader. Und Glyph Reader. Tja, ich brauche Kohle, Kinder. Das Schild geht kaputt. War das so? Danke, Doc. Ich weiß da gar nichts mehr. Ah ja, die Quelle links. Ja, genau. Mein erstes Problem ist Geld. Geld, 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 Geld. Darauf läuft es doch immer raus. Und Snacks. Money and Snacks. Ah, und Wände. Heiße Quelle. Zack. Oh, noch eine Wand. Die sind manchmal nicht ganz so sichtbar, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Gewichte! Ey, 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 ey! Ha! Ah ja, da war ja er noch. Nein. Danger! Er hat recht. Argus, ein Monster mit einem blauen Körper, der deren Augen bedeckt ist, ist schwach gegen den Schlangenstab. Ja, es kommt mir noch bekannt vor. Ey, warum hältst du mir jetzt einen Schlag aus? Was soll das? So. Naja, fast. So, der Kackschild in dem anderen Shop geht kaputt. Yagoo Map Reader, ja, kostet 20. Warum nicht? Zack. No Map. Die Musik ist viel zu gut, als dass man stumm bleiben könnte. Doch, ich brauche mehr Geld. Hier kann ich den Wasserfall runterspringen hinten, aber das ist mehr tot als alles andere. Hab eine Karte gekriegt und als ich sie angeguckt habe, hab sie im Gehen angeguckt und dann bin ich irgendwie hingefallen und irgendwie gestorben. Naja, so witzig ist es vielleicht gar nicht. Hey, da ist ja die Karte. Tja. Hat gar nicht der Dimm gemacht. Muss doch der Dimm machen. Ab jetzt macht's der Dimm, wenn was ist. Macht das nur Geräusche bei Place a Strange Melody when you solve mysteries. Okay, es zeigt mir nicht an, dass es hier noch was zu tun gibt, nur dass ich gerade was getan habe. Aber hey, ist doch mal was. Wenn ich da oben den Wasserfall runterspringe, bin ich im Moment ein bisschen tot. Daher lasse ich das doch mal noch. Autschi. Waterfalls are dangerous. Oh oh. Hey! Hello! Oh, Geld. Ach, die Peitschenmechanik. Ah, ich war mich doch gerade am Kratzen. Warum fliegt er jetzt auf mich zu? Was soll denn das? Gefähr, Gefähr, Gefähr.
Ha. Yay. Wäre da nur jedes Mal so viel Geld, ha? Huh? Ist wahrscheinlich nur beim ersten Mal und dann nie wieder, oder? Aua. Der will auch kein Gewicht mehr hergeben. Ihr seid alle doof. Auch du. Und du. Und... du. Wo zur Hölle krieg ich jetzt 50 her? Echt mal. Ah. Elf Gewichte ist ja schon mal cool, aber... Geld! I'm broke, bitch, I'm broke. Das Spiel geht so herrlich schnell in der Steuerung und ich droppe trotzdem noch. Schon 158 Frames gedroppt. Ich kann irgendwie den Umzug kaum erwarten. Dann brauche ich bei so einem Spiel keine Angst mehr vor Drops zu haben. Dann können wir anständig PS3 spielen. Ach, dann wird's... Dort wird die Welt schöner in der neuen Wohnung. Ja, das hört ja mit der Karte. Hey, ich kann ihn nicht mehr lesen. Es ging nur einmal. Ich verrate doch jetzt nicht, weil ich alles plan. Wer bin ich denn? Spoilers. Vieles, sagen wir es so. Wow, zwei Münzen. Whoop-de-doo. Lamulana Money Making Guide for Beginners. Google it. Die PS4 werde ich mir wahrscheinlich holen, aber frühestens in 2 Jahren oder so. Nicht, wenn sie neu ist. Ist nicht notwendig. Ich habe die PS3 erst gerade mal ein halbes Jahr. Ich habe da noch so ewig und 3 Tage viel nachzuholen. Und so viel Geld habe ich auch nicht. PS3 konnte ich mir jetzt auch nur leisten, weil ich sie für 180 Euro bekommen habe. Das war ja auch so eine Aktion, wie wir die PS3 geholt haben. Doch, Streamen beenden, ist eigentlich ein bisschen Gürtellinie und so, einem sowas vorzuwerfen. Ne? Aber... ja, was haben wir denn noch offen? Bei XCOM hängt es jetzt halt davon ab, ob der Safe weg ist oder nicht. Wenn er noch da ist, machen wir es noch fertig irgendwann, klar. Planescape Torment läuft ja noch aktiv. Ich glaube, das meint aber auch keiner hoffentlich. Ja, was waren noch alles? Amulana ist ja hiermit wieder angefangen. Xenosaga geht weiter, wenn ich PS2 das nächste Mal streame. Nein, es gibt keinen Fallschaden, da hast du recht. Gut, ich denke aber, Xeno wäre mit dem neuen Internet vielleicht ein bisschen besser, da es doch sehr videolastig ist. Richtig. Ja, ich meine, Skyrim ist jetzt mehr oder minder eingestellt, aber auch hauptsächlich, weil es nur noch gecrashed ist wie behindert jedes Mal. Ich konnte es ja fast nicht mehr spielen. Ich habe irgendwie zu viele Addons drauf und irgendwas davon verträgt sich nicht und lässt laufen crashen. Aber ich will weder auf die Addons verzichten, noch jetzt von den 50 installierten durchprobieren, welches ist es. Und ja, es ist halt blöd. Sonst noch irgendwas Wichtiges, was ich jetzt habe liegen lassen in euren Augen? Ja, Okami ist frisch angefangen. FF4 geht ja auch noch weiter. Haben wir letztens ja auch erst vor 3 Monaten oder so. Vor 3 Monaten. Letztens. Ja, was? Letztens mal im November und dann, glaube ich, im März oder so nochmal.
Läuft doch noch aktiv, was wollt ihr? Fallout, ja. Ich glaube, Fallout ist wahrscheinlich vorbei oder so, keine Ahnung. Wenn ich euch zu schlecht bin, dann sagt das ruhig. Hier ist die Tür. Die kann man auch von außen zu machen. Richtig. Wir machen das ganz einfach. Wenn ich anfange, Geld zu verdienen damit, dann kümmern wir uns so darum, als wäre es ein Beruf. Solange ich das abends nach der Arbeit mache, mache ich das in meinem Tempo. Oder am Wochenende. Das schön. Aber zum Glück seid ihr ja nicht so. You broke, fool! Hey, hat sie schon immer rote Augen gehabt? Nee, sie kriegt nur rote Augen, wenn man versucht zu... Schaut mal auf sie. Ja, möchtest du das kaufen? Ja, das möchte ich. Pleite! Ah, schön. Herrlich. Ja, die Heilquelle, genau, ich weiß. Waterproof Case. Pistol. Ach nee, bis ich ins Wasser gehe, habe ich noch ein kleines bisschen Zeit. Oh, ich sehe, you have a handscanner. Ich bin übrigens quasi um... Ich nehme an, so ziemlich keine Hilfe hier böse. Weil bei dem Spiel, das ist ein Spiel, das... bis zum Arschrand vollgepackt ist mit Secrets und allem möglichen anderen Kack. Und selbst wenn man genau von vorne bis hinten weiß, was man tun soll, ist es vom Gameplay her immer noch schwierig genug und immer noch herausfordernd genug. Also bin ich, denke ich, um keine Hilfe verlegen. Ach, ich würde so gern mit dem Scanner erst. Also ich will erst 50 haben. Aber ich krieg hier kein Geld. Du verdienst ja nur so ein scheiß Geld damit. Ja, das Spiel kennen ist so eine Sache, ist klar. Ich habe das auch schon, ich glaube, gute 5 Mal als LP geguckt. Beim Deceased Crab, seinen ersten und seinen zweiten Run jeweils, aber... Tja, ne? Das Spiel komplett sehen und sich hinterher noch irgendetwas merken von dem Spiel sind halt zwei Paar Schuhe, ne? Jetzt kann ich aber immerhin mal die Skelette lesen, das konnten wir beim ersten Mal nicht. Diese Ruinen sind voll mit Fallen. Ja, dem ist so. Ja, Cliff Reader. Ja, mach mal Fenster auf und sperr mal das Licht aus. Hast du gehört? Ich hab sperr mal gesagt. Bin ich ein Luder. Hey, Geld, Er hat Geld in der Decke gesteckt. Hallo? Nee, komplett. Bringt sonst nichts. Kannst oder gar nicht? Ja. Yay! Das war schön viel Geld. Apparently, this is the Pillar's Gate. Room within the Gate of Guidance. So, there's a name for each room, huh? Hey, ich habe was Interessantes erfahren, aber wahrscheinlich werde ich eh bald sterben. Und er hatte recht. Hätte wohl doch den Glyph Reader kaufen sollen. Das sagt er mir. Yay! We're in the money. We're in the money. Ich weiß immer noch nicht mehr, was ich mit diesen runden Teilen machen soll. Ich glaube, irgendwas von unten so ein Leuchtfeuer dran schießen oder irgend sowas. Aber den Kack kriege ich ja in 17 Jahren noch nicht. Naja, es ist ein relativ spoilerfreies Spiel, würde ich sagen. Gameplay-Spoiler sind ja, naja.
nicht wirklich Spoiler in dem Sinne und Story hat es nicht sehr viel, um drüber zu reden. Solange wir nur nicht über die Mutter reden, das ist das